hoffentlich. Ich muss mal die Garage. Was brauchen wir noch? Du da ganz hinten? Ich ein bisschen zeichnen Bäume. Ja, du brauchst was? Das sind Hintergründe, ne? Ja. Da war noch was sehr Richtiges. Was hast du gesagt? Effekte. Effekte, genau. Was brauchen wir noch? Und dann müssen wir uns überlegen, den Text. Den Text brauchen wir, genau. Also, wir haben den schönen grünen Regenwald. Und da leben ganz viele verschiedene Tierarten. Papageien, Affen, Krokodile, Jaguare. Und die leben da eigentlich ganz glücklich vor sich hin. Aber der Mensch kommt mit der Kettensäge und der holzt den Wald ab. Und die armen Tiere müssen flüchten, die verlieren ihr Zuhause. Und aus dem ursprünglich ganz üppigen Wald werden dann so freie Flächen, wo nichts mehr lebt. Ja? Da wird dann Soja angepflanzt und irgendwann haben wir gar nichts mehr da. Der ganze Regenwald ist weg, es gibt nur noch diese Sojapflanzen. Da ist kein Regenwald mehr, da ist nur noch eine einzige Pflanzensorte. Ja? Da gibt es keine Papageien mehr, kein gar nichts mehr. Und das Soja, das wird dann mit dem Schiff von Südamerika nach Europa geschifft und das wird dann hier in den Ställen an die Kühe verfüttert. Und die Kühe werden zum Schlachthof gebracht. Und was mit dem Fleisch passiert, das wisst ihr ja schon alle. Ne? Das landet dann bei uns im Supermarkt als billiges Fleisch. Das ist die Geschichte, die wir erzählen wollen. Fallen die noch von den Tieren mit? Eine große Spinne. Eine große Spinne, ne? Ich finde Spinnen. Vogelspinne. So eine bunte Spinne oder eine Vogelspinne, das sieht schon sehr nach Regenwald aus. So, was noch? Ein Affe, der an einer Liane schwingt. Ja, so ein schwingender Affen, ne? Also, was fällt dir noch? Papagei. Papagei. Ich glaube, für das Thema haben wir jetzt auch genug Elemente, damit wir das Bild toll darstellen können. Wir brauchen hier eigentlich gar nicht viele Elemente, weil da ist nichts mehr. Was zeigen wir dir? Also, welche Punkte müssen wir aufschreiben, damit wir nachher an alles denken? Die gefährlichen Tiere. Haben wir noch was? Madi. Enge Käfig. Ja? Aber wir haben hier tote Kühe. Ja? Sind die Menschen, die in der Fleisch. 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 Ist das Biofleisch? Wir haben jetzt eine ganz tolle Liste von Elementen, mit denen wir nachher unsere Bilder machen. Wir haben heute sehr viel Vorarbeit gemacht. Wir fangen morgen an, den eigentlichen Comic zu machen. Wir machen ein Projekt und damit wollen wir den Regenwald unterstützen. Wir machen einen Comic. Wir haben Kostüme gebastelt und Masken. Dabei unterstützt uns der Herr. Okay, sollen wir anfangen? Ja. Also, wenn das euer Blatt ist, was ihr vor euch habt. Ja. Dann fangen wir so ungefähr in der Mitte an, nicht irgendwo am Rand, ungefähr hier. Wir machen mal so einen großen runden Kreis, der aber oben nicht zu ist. Ja? Das ist hier in den Zeichen, okay? Alle jetzt gucken. Ein Zeichen. Okay, habt ihr? So, nächster Schritt, aufpassen. Hier an der Seite, guck mal Haare. So, und jetzt guck mal, ob ihr alle einen guten Affen gezeichnet habt. Alle einmal nach vorne gucken. Muss aus, ne? Cool, ne? Nein, einfach so wie du es kannst. Kannst du irgendwas runter? Ich mache jetzt Christian Ronaldo. Oh, schürfe dich. Was gibt's noch? Löwe? Ja. Eine Schlange! Eine Schlange!
Was malst du denn jetzt? Was versuchst du jetzt zu malen? Eine Art Tierhaltung. Wir machen jetzt die Fotos, die wir können wieder ein bisschen Ruhe reinbekommen. Da ist der Affe. Nein. Maske. Ja. Da ist der Papagei. Da kümmert sich Elif darum. Da liegt die Fette und der Krokodil. Chill doch mal. Da wird unser Krokodil gemacht. Was passiert im ersten Bild? Das sind von ihr weg! Das sind alle Tiere. Das sind alle Tiere. Dafür machen wir jetzt erstmal von jedem Tier einzelne Fotos. Okay. Jo. Stell dir mal vor, du bist ein Affe, der sitzt oben im Baum und unten ist ein Krokodil. Und dann guck mal. Also mit dem Arm. Hey, hast du noch eine Idee? Zeig mal deine Hände so neben dem Gesicht vielleicht so. Oder ist ein Krokodil. Oder so auf den Krallen. Okay, machen wir mal das nächste Tier, ja? So, der Papagei sitzt im Wald, ja? Und jetzt siehst du, dass es unten brennt. Jetzt musst du ganz schnell wegflattern. Ja? Du musst deine Flügel ausbreiten. Ich schau mal, ob die gut geworden sind, ja? Okay. So, ich sehe, ihr seid alle ganz begeistert von eurem Werk. Ja. Es ist noch schöner und alle Tiere sind draus und ja, es sieht auch toll aus. Gut. Jetzt kommt unsere Schlussperformance. Wir werden jetzt das umsetzen, was wir eine Woche lang geprobt haben. Wir werden unsere Flyer und unseren Comic verteilen. Ihr zwei geht zusammen. Viel Spaß. Los geht's. Wir möchten jetzt Ihnen einen Comic geben. Ja. Und wir haben so Bilder gemacht, dass jetzt, da wir zum Beispiel unser Regenwald, dass wir es alles schön finden erstmal. Dann kommen wir und zerstören den Wald. Dann werden Sojapflanzen angepflanzt für die Kühe in Europa. Also das Soja wird nach Europa geschickt. Dann essen die Kühe und die Schweine das. Dann werden die immer fetter. Und wenn die fetter sind, werden die in einem Schlachthof gemacht und werden geschlachtet für Fleisch. Und dann wird das im Supermarkt billig verkauft und die Tiere wollen ihr Zuhause zurückhaben und dass wir nicht so viele Regenwälder kaputt machen. Soll man weniger Fleisch essen? Ja, weniger Fleisch oder Bio mal essen. Gut, ich nehme das mal zu Herzen. Ich werde das mal durchlesen. Bitte schön. Ich wurde informiert, ja. Was sagen Sie dazu? Finde ich grundsätzlich gut. Es wird ohnehin viel zu viel Fleisch gegessen. Ne? Ja. Okay. Und Bio ist sowieso gut. Ja, das ist sehr gut. Super, vielen Dank. Ich finde es sehr gut. Prima. Wir versuchen, dass die Leute weniger hier in Deutschland weniger Fleisch und Biofleisch mal essen. Und wir haben jetzt hier so einen Kram gemacht und das wollten wir mal rumgeben, damit die Leute sich mal überlegen können, weniger Fleisch sonst. Und Biofleisch zu essen, damit wir nicht so viele Regenwälder zerstören. Das ist sehr gut. Weißt du, dass Sie das auch mal durchlesen? Alles klar, mach ich. Ja, ja, genau. Das Ganze muss sinnvoll sein, nicht? Was wir machen. Das finde ich eine gute Sache, weil das sensibilisiert die Leute so ein bisschen. Weil gut, ich habe schon darüber gelesen, aber die meisten machen sich da eigentlich gar keine Gedanken. Ja. Prima Sache, macht ihr gut.
zu kämpfen. Genau. Cool. Und jetzt braucht ihr was? Neue Flyers! Wir werden auf jeden Fall in die einzelnen Klassen reingehen. Und ich denke, wir haben ja viele Klassen, sodass ich dann also Zweiergruppen oder Dreiergruppen in die verschiedenen Klassen reingehen lasse und die sollen dann ihr Statement abgeben. Ich denke, das werden wir auch tun.